Willkommen aus München mit dem brandneuen Sony Xperia SP hier in meiner Hand und die Sonne scheint gerade direkt drauf und wir können das Display hier trotzdem sehr gut ablesen. Bei maximaler Displayhelligkeit natürlich soll es nicht so sehr spiegeln, aber ich meine, es macht ja jede Glasoberfläche, wenn die Sonne scheint, bis auf neue Technologie, die wir vielleicht bald von Corning sehen, aber wie ihr sehen könnt, auch hier in der direkten Sonne kein Problem, alles abzulesen. Wir können es wunderbar benutzen und ich habe hier natürlich ein paar teurere Geräte, mit denen wir es vergleichen können, hier in der direkten Sonne bzw. einfach im Freien. Wie ihr sehen könnt, bei jedem das Display eigentlich wunderschön ablesbar und wenn ihr vielleicht doch ein bisschen günstiger gehen wollt, dann haben wir hier noch ein Xperia L, wo die Farben ein bisschen anders allerdings sind und das Display ist hier allerdings auch eigentlich sehr gut im Freien zu erkennen. Dazu dann aber natürlich noch ein separates Video. Jetzt ist die Sonne leider hinter einer Wolke, hat sich versteckt, aber es ist halb so wild, denn so können wir euch zeigen, natürlich auch mal maximale Bildschirmhelligkeit auch im Schatten, beziehungsweise wenn die Sonne nicht direkt scheint, können wir das Display auch im Freien eigentlich sehr gut ablesen und das ist natürlich sehr wichtig, finde ich, für ein mobiles Gerät. Von daher bedanke ich mich schon mal hier ganz kurz. Das war hier das kurze Display-Test von dem Sony Xperia SP, von dem ihr den kompletten Test natürlich bald in unserem Channel sehen könnt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch Gahl. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.